Und das ist jetzt eine Süßwasserart. In Teterow, Landkreis Rostock, hat das Start-up Aquacopa vor einem Jahr begonnen, winzige Ruderfußkrebse als Fischfutter zu züchten. Die Gründer Dr. Hanno Beers und Matthias Krei bekamen von Agrarminister Till Backhaus, SPD, kürzlich einen Fördermittelbescheid über knapp 67.000 Euro für den weiteren Ausbau ihrer Fischfutterzucht überreicht. Ja, die sind so klein, die sind wirklich schwer mit der Kamera einzufangen. Aber deshalb sind sie so wertvoll. Die Gründeridee von Beers und Krei ist, eine erste kommerzielle Aufzucht sogenannter Kopepoden zu schaffen. Diese auch als Urzeitkrebse bekannten Kleinstlebewesen sind unter anderem für die Ernährung von Zanderbrut zwingend notwendig. Sehen Sie das Gewimmel da? Das Geld kommt vom Land und aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Aquacopa will ihr Verfahren zur intensiven Aufzucht von Lebendfischfutter weiterentwickeln. Damit nehme das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein und werde die Aquakultur um die natürliche Fütterung bereichern und vorantreiben, so Minister Backhaus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Aquakultur nicht nur Zukunft hat, sondern auch im Zusammenhang mit gesunder Ernährung, mit alternativen Entwicklungen der Wertschöpfungskette für dieses Land von wirklich großer Bedeutung sein kann. Wir haben ja nach der Wende eigentlich die Gründerwelle ausgelobt. Und wir haben fast 5.200 Betriebe der Landwirtschaft gegründet, neu gegründet. Wir haben im Bereich der Fischerei auch sehr viele Betriebe, also 570 sind das insgesamt, Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Wir haben dann allein 230 landwirtschaftlich verarbeitende Produktbetriebe unterstützt und begleitet. Also die Landwirtschaft, die Ernährungswirtschaft, die Forsten auch nicht zu vergessen und die Fischerei. Ich habe, bevor ich hier nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen bin, habe ich in Sachsen-Anhalt in einem Pilotprojekt in der Wirtschaft gearbeitet. Mhm. Da ging es um die nachhaltige Verarbeitung von Vinasse. Das ist ein Abfallprodukt aus der Bioethanolproduktion, gearbeitet. Und da ging es darum, diese Vinasse in einem Wasserkreislaufsystem in planktonische Biomasse umzubauen. In dem Fall unter anderem die Kopepoden, mit denen wir gearbeitet haben. Und das hat zum Teil ganz gut funktioniert. Ich habe da eine Menge Potenzial drin gesehen. Und die Firma hat aber dann diese Forschungsrichtung nicht weiter verfolgt. Ich bin dann da ausgeschieden aus der Firma. Und mich hat das nicht mehr losgelassen, die Idee, kostengünstig und einfach dieses hochwertige Zooplankton zu produzieren. Und waren eigentlich am Ende beide davon überzeugt, dass das eine tragfähige Idee ist, dass das in der Form noch keiner macht und dass wir das, den Mut haben wollen, das umzusetzen. Genau. Und da hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr gute Bedingungen für Aquakulturgründung herrschen und man hier eben auch günstig Immobilien bekommt, sind wir dann nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen mit dem Projekt. In Mecklenburg-Vorpommern erlangt die Aquakultur eine immer größere Bedeutung. So wurden seit 2000 22 Vorhaben mit insgesamt über 6,7 Millionen Euro gefördert. Ziel ist es, die Aufzucht von Fischen in Kreislauf- und Teilkreislaufanlagen wissenschaftlich fundiert zu entwickeln. Durch diese Bemühungen konnte sich in den vergangenen Jahren eine vielversprechende Infrastruktur im Bereich der Aquakultur entwickeln, sodass Produzenten, Verarbeiter und Forschungseinrichtungen erfolgreich zusammenarbeiten können. Also das ist eigentlich so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, und deswegen sagen wir eben von uns auch, dass wir innovativ sind, weil wir beides machen. Also wir sind jetzt erstmal vor allem im Markt Aquaristik präsent und sind jetzt gerade vor einigen Wochen mit unserem Online-Shop für eine E-Commerce-Lösung gestartet, arbeiten parallel aber mit der Landesforschungsanstalt hier in Mecklenburg-Vorpommern zusammen und testen unser Futter an verschiedenen Fischarten, das sind im Einzelnen Zander, Flussbarsch und Schnepel, um zu gucken, wie wir die Bedingungen für die Larvenaufzucht dieser Fische verbessern können. Und wenn es uns gelingt, möglichst hohe Überlebensraten durch dieses Futter, durch das Lebensmittel für die Fische, nicht nur im Aquakulturbereich, Sie haben es ja auch angedeutet, die Aquarianer,
gehöre auch dazu mit ganz ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, denn weiß jeder, die kriegen alle glänzende Augen, wenn sie ihre Fische mit Lebendfutter füttern. Und insofern setze ich eine hohe Erwartung in dieses Projekt. Ich freue mich natürlich, dass wir uns ein ganz kleines, aber feines, hoffentlich in die Zukunft gerichtetes Start-up-Unternehmen hier begleiten können. Diese Infrastruktur, vor allem die Forschungseinrichtungen, ziehen auch neue Investoren wie die Aquacopa GmbH an. Problematisch sind die ersten Lebenswochen, wenn der Fisch aus dem Ei geschlüpft ist, weil da braucht er eben ganz spezielles, sehr kleines Futter, das wir dann eben anbieten. So.